Hey Leute, willkommen zurück zu South Park Phone Destroyer, dem neuen South Park Handyspiel. Wir haben letztens den PvP-Modus freigeschaltet und den werden wir jetzt auch testen müssen. Als Teil des Tutorials. Oh, ich bin gespannt, ich hoffe, wir treffen uns nicht auf einem OP-Pay-to-Win-Gegner oder was auch immer. Sondern, ja, irgendwas müssen wir schaffen. Ich bemühe mich auf jeden Fall, diesen Indianer fertig zu machen. Lade. Ui. Der Antagonist. Das klingt aber nicht nach einem, der... Ja, das ist kein Life Cup. Kann nicht sein. Der heißt nicht so. Die Partie dauert 3 Minuten. Also die Gesundheitsbalken eines Gegners, er besteht aus 3 Abschnitten. Okay. Sieg, indem du die meisten Abschnitte in 3 Minuten zerstörst. Also, wieder mal der Clash Royale-Vergleich. Wie 2 Türme und die Hauptbasis. Wir schicken mal Kelly vor. Revolver hält da hinterher. Gesetzloser hinterher. Wir ballen alles rein. Alles auf die Midlane. Und greifen schon den Helden direkt an. Bandit in Sally nach vorne. Wie lustig. Er steht auf Kisten und dieser Turm macht uns sozusagen Schaden. Wow. Und wenn man einen Balken zerstört, kriegt man richtig hart Damage. Oh nein, er hat den Polizisten. Das ist aber nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Fuck. Wir haben hier nur einen Schützen. Wir haben hier nur einen Schützen. Fuck. Oh, den kriegen wir nicht los. Die Ratten. Ich hoffe, die Ratten zerstören ihn. Plus unser Tower, der da Blitz rausschießt. Ja, wir haben wirklich einen Tower halt. Ich hoffe, er kriegt ihn down. Ja, sollte schon funktionieren. Ja, und weg ist er. Sehr schön. Wir sind wieder am Haupttower. Sozusagen, wir sind direkt am Boss. Das ist so aufpassen. Jetzt muss ich direkt gucken. Ja, genau. Wenn wir ihm einen Balken abziehen, kriegen wir einen harten Damage. Und jetzt schicken wir unseren Riesen los, der jetzt nur auf den Hauptturm sozusagen, auf den Boss geht. Sonst nichts. Das sollte ziemlich geil werden. Schöner Keil hinterher. Ja, das ist cool. Es macht hart Damage. Das macht hart Damage. Kriegen wir einen Down mit unserem Riesen? So knapp. Wir müssen einen Sheriff losschicken. Er hat auch einen Sheriff. Die 2 Sheriffs gegeneinander. Er hat fast kein Leben mehr. Jetzt noch ein... Au. Er greift uns direkt an. Ulti einsetzen. Beisetzen die Ulti. Das sieht lustig aus mit dem... Mit diesem Bluthaufen. Energieboost. Jetzt 1 Minute noch mehr. Jetzt laden wir schnell Energie auf. Auch wie in vielen Tower Defense Games. Und da ist er down! Nice! Ja, echt gewonnen. Jetzt geben wir ein Kartenpack zum Öffnen. Sehr schön. Sieh! Bei diesen Augen kann man nicht verlieren. Wir öffnen 3 Spinte. Oh, das gibt's hier auch. Cool. Mit Lord hat wir immer Glück. Ja! Yeah. PvP-Tickets. Für was auch immer wir die brauchen. Und noch was. Sehr schön. Und jetzt noch die... Ja, wir haben wirklich alle 3 getroffen. Sehr geil. Wie cool. Karten aufwerten. Ja, ja. Machen wir jetzt nicht. Wir wollen unser PvP-Päckchen. Sofort. Donking Butters. Jawohl. Donking Butters. Können wir jetzt das Kartenpack bitte öffnen? Ja. So, ein bisschen leise machen wieder. So, er öffnet das PvP-Kartenpack. Das wird erhalten dann durch den Sieg. Dann macht er genüsslich auf und riechen den Duft der frischen Karten. Das ist echt eine coole Animation. Fühlt sich cool an. Was haben wir hier? Gold, sehr schön. PvP-Tickets. Keine Ahnung, was wir jetzt brauchen. Aber upgraden. Oh, Revolver hält Keil. Sehr schön. Oh, eine Rare. Fliegender Bomber, der Flächenschaden verursacht. Oh Mann, wie geil. Wie geil. Mephisto. Und eine gewöhnliche. Da waren schon 6 von 5. Wie kann man das upgraden? Oh, jetzt nochmal 3 gewinnen, dann bekommen wir wieder ein Upgrade. Ein Pack. Sehr schön. Aber wir haben 50 Goldmünzen verdient. Bla bla bla. Ah, für jeden Rang gibt's was, wie man sieht. Okay.
Okay. Für jeden Rang gibt's hier was. Wie geil. Bis zur Legend hoch. Okay. Ja, mit BVB-Tickets. Ah! Auf Lager. Kann ich welche kaufen? Okay. Und wofür nutze ich die jetzt? Ah, ich sehe schon. Wir haben 200 leider nur. Oh, es gibt ein Goffi-Kent, ne? Oh, das wär nice. Und hier eine Karte. Dogpoo. Die Hunde, scheiße. Der Meister hat die gefährlichste Hundehaufen, trifft sehr hart. Kann ich fünfmal kaufen oder einmal kaufen? Wenn wir hier hingehen, sieht man einen anderen Shop, ne? Ja. Was ist da drüben noch? Teams. Freistellung BVB Rang 2. Teams? Was? Teamfight? Wie cool. Leute, ihr könnt auch mit euren Freunden spielen. Sehr nice. Sehr nice. Das auch mal rausgefunden. Wunderschön. Wir lernen das komplette Spiel hier kennen. Also mal rechts um die BVB schlachten, ja. Müssen wir die Quest, die Hauptquest fortsetzen. Bei dir geboren, ja. Weiter. Oh, wir dürfen gegen ihn spielen. Blitzschlag. Oh, das wäre cool. Blitzschlag. Ein Lightning. Das wäre nice. Dup, dup, dup. Der nächste Kampf beginnt. beginnt, sagte ich. Also, jetzt! Okay, wir schicken den Krieger vor. Der kommt von hinten durch. Wir setzen Nathan ein, der macht Flächenschaden und Revolver hält. Bam! Und die schicken wir nach vorne gleich, würde ich sagen. Geht gleich sicher weiter. Ja, jetzt nach vorne, sehr schön. Noch Rattenschwarm. Ja, setzen wir gleich hier oben ein. Sicher ist sicher. Also schnell töten wäre wichtig. Oh nein, was macht er denn da vorne? Ganz alleine! Jimmy! Unser Mimsi wird das regeln. Die Kelly da oben hin. Als Krieger ein bisschen verteidigen. Oh, Jimmy macht das ganz alleine. Er hat es geschafft. Krass. Setzen wir einen Assassinen ein. Oh, aus der Mülltonne. Die Schweine. Das sind aber echt viele. Fuck. Zum Glück haben wir Mimsi, der von hinten wirklich hart Schaden macht. Jetzt noch einen Sheriff vorne hinsetzen als Verteidiger. Und seinen Cartman. Und dann wird die Banditin als Assassine. Lauf, kleine, lauf. Und der Schere, bam. Den Schnidelwutz ab. Dann ist die keine Wahl, du musst eine Bär. Was? Mich auf Bär, der Fluss Wasser säuft und reinpinkelt, verlassen. Was für ein Name. Pocahontas Randy. Ruft ein Indianerkind in den Kampf. Alter, ich will Pocahontas Randy. Fuck. Randy ist der Beste. Oh mein Gott. Pocahontas Randy. Jetzt habe ich alles im Leben gesehen. Ich dachte, es wäre das Uramerika. Oh mein Gott, sieht er cool aus. Man will ihn, ne? Man will ihn. So, die Kleine wieder vor. Ich schätze, jetzt spielen die Eltern. Das ist absurd. Ja. Eltern und die Handyspiel spielen? Nee, nee. Oh, das ist von hinten gekommen. Ist. Ah, oh, die Schweine. Aber wir haben Randy gleich down. Oh, tschüss, Randy. Tschüss, Poker. Hunters. Sie hatte keine Chance. Randy ist down. Wunderschön, Leute. Nice. Erfolg freigeschalten. Auch schön. Indianischer Sommer. Poker, Hunters, Randy. Was öffnen wir denn? Die Go-House auf jeden Fall. Kann das sein, dass diese Sticker-Dingern eher eine Chance auf den Sachen drin sind? Ja. Und zweimal die Sache. Leider keinen Blitzschlag. Schade. Ich würde gerne diese Karte hier aufwerten, wo wir genug Karten haben. Nur wie? Müssen wir sie zuerst auf... Nee. Da wechseln wir die Karten durch. Keine Ahnung, wie ich die aufwerte. Aber wir haben 5 von 5. Vielleicht erklärt er es uns erst. Mal sehen. Oh, weiter geht's. Festung der vielen Monde. Ah. Episode 2. Ah. Randy ist im Gruppenchat beigetreten. Hey Leute, das war echt Dufte. Sagt Kids noch Dufte? Nein. Verschwinde aus dem Gruppenchat. So kann ich ja vorhin mit meinem Sohn kommunizieren. Nein, bitte nicht. Stan hat den Gruppenchat verlassen. Wie cool. Okay, hier ist das Hauptmenü. Genau. Was ist da links jetzt eigentlich?
Links geht noch immer nichts beim linken Haus. Schade. Okay, wir setzen mal die Episode fort. Der nächste Kampf erwartet uns. Ich hoffe, wir sind stark genug. Ja, es ist noch links, also einfach. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie man Karten, die man fünfmal hat, wo man nur fünf braucht, fusioniert. Die Erklärung fehlt mir noch. Der Ladevorgang. Yay! Los geht's. Einen freundlichen Ladenbesitzer aufgesucht, ja. Wir rennen jetzt direkt mit ihm durch. So, so, von hinten. Okay. Ich tippe doch auf ihn. Nein. Hä? Ah, länger umbleiben. Schießt auf mickrige Menschen. Okay. Dann nimmst du mal mit Mimsi auf. Viel Spaß. Mimsi greift hier gleich den Hauptding an? Ah, weil er vielleicht nicht der Hauptding ist. Ah, Mimsi ist schon cool. Ich mag Mimsi. Nach der Serie. Wir müssen auf jeden Fall von seinen Tisch hier runterkriegen. Ich überlege gerade Sheriff oder. Ne, wir setzen den da unten hin. Setzen ihn ein, er kann von weit weg Bomben werfen. Bäm! Sehr schön. Weg mit den Indianern. Revolverheld, kommt auch noch dazu. So. Lauf, Mimsi, lauf! Von unten, die Schweine! Jetzt ein Feuerball wäre nice. Aber wir werden es mit normalen Einheiten versuchen. Mit Jimmy zum Beispiel. Los, Jimmy! Und die Banditin könnten wir auch da unten einsetzen. Er räumt da von hinten super auf mit seinen Bomben. Das ist schon ziemlich geil. Noch sind wir krass stark. Das, ob sie Stunden mit dem Handy verbracht, neuer. Ja, sieht man doch an meinen Augen. Und nun werde ich meine bislang beste Karte ausspielen. Oh mein Gott. Stan, was hast du? Enterhakenkleid. Oh mein Gott. Verursacht bei einem Gegner Schaden. Okay. Enterhaken. Der Enterhaken. Oh mein Gott. Wie geil. Papagei. Haltet euch fest, Kameraden. Was war ein Pirat hier eigentlich? Okay, das ist Bullshit. Piraten zählen definitiv nicht als Indianer. Gleiche Epoche etwa. Ja, Indianer und Blackbeard lebt etwa zur gleichen Zeit. Ihr Jungs schummelt doch perfekt nochmal und das Ganze macht Spiel kaputt. Oh Mann. Hat er recht. Zeit zu sterben. Tauge nichts, ey. Was macht echt Piraten? Hier ist eine gute Frage, ne? Fick den Piraten. Jetzt sagen wir jetzt unsere Tauben mal ein. Aber gegen die was ausrichten kann? Die Flugratten, Leute. Die Flugratten. Nö, gegen Tauben macht er nichts. Oh, wunderschön, die Tauben hier abrasieren. Und der eine oben hat einen Bogen. Oh, die Tauben, Leute. Die Tauben. Easy win. Ah, sehr schön. Die Tauben, Leute, haben uns rausgerissen. Die sind wie Fledermäuse in Clash Royale. Ist am besten zu vergleichen damit. Oh, wir öffnen ja drei Spinte. Jetzt sind die mit dem Mädchen drauf. Nein. Token Friends? Ja. Wir haben Blitzschlag. Sehr schön. Gegnerischer Anführer getroffen. Okay. Blitzschaden. Sehr schön. Und der linke untere noch für Münzen. Okay. Nehmen wir. Und man kann auch, wie ihr gesehen habt, mit diesen Gutscheinen, mit diesen Geld, mit den Dollarnoten kann man auch noch ein Spind öffnen. Aber das machen wir natürlich nicht. Ui, weiter geht's. Nächste. Wie episch, ne? Wie episch das darüber geht. Ich weiß noch immer nicht, wie man die Karten fusioniert. Das nervt mich ein bisschen. Tagesangebot, Paketshop. Gibt's hier noch was Neues? Okay, das war das mit dem Echtgelddingen. Oder gibt's noch mehr? Man kann sich auch Gold kaufen, war klar. Und das sind die Echtgelddinger. 6000. Okay, das ist aber ein billiges Pay-to-Win-Spiel, kann man sagen. Ja, das geht noch, das geht noch. 6000 kriegt man, kann es zweimal öffnen. Oh, das geht noch. Keine Ahnung, ob ich da jemals Bock drauf habe, hier was zu öffnen, aber vielleicht. Werden wir es in Zukunft sehen. Ich weiß noch immer noch nicht, wie man Karten, wo man 5 Stück von 5 Stück hat, fusioniert. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich weiß noch nicht, wie lange wir das weiterspielen und wie das fortsetzt. Es kommt ganz drauf an, wie sehr es euch gefällt, ne? Also, wie viele von euch das Video ansehen, liken und so weiter, damit ich weiß, ne? Ob ihr es weiter sehen wollt.
Fünfer Leute, schaut auch gerne, wie gesagt, bei meinem Hauptspiel vorbei, beim richtigen South Park, also beim PC. Die rektakuläre Zerreißprobe, mega geiles Spiel. Ja Leute, und nicht zu vergessen, lasst ein Abo da. Sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao.